Ground and pound, pound, pound. Ground and pound, pound, pound. Ground and pound, pound and pound. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. In der heutigen Sendung blicken wir voraus aufs kommende Wochenende, an dem mit UFC on FX 4 und UFC 147 zwei UFC-Veranstaltungen stattfinden. Unterstützung bekomme ich von Ground & Pound Chefredakteur Marc Bergmann. Hallo Marc. Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Außerdem ist heute wieder Alexander Petzl-Grigoria mit von der Partie. Hallo Alex. Hallo zusammen. Mein Name ist Martin Tauer und ihr hört Ground & Pound Radio. Die UFC-Doppelveranstaltung geht in der Nacht von Freitag auf Samstag mit UFC on FX 4 los. Im Main-Event des Abends trifft Clay Guida auf Gray Maynard und das Duell zwischen den beiden ging schon vor wenigen Wochen los, als Maynard bei der Sportkommission von New Jersey, die den Kampf regulieren wird, eine Beschwerde wegen Guidas Haaren eingereicht hat. Guida wird sich die Haare beim Kampf nach hinten flechten. Was haltet ihr von sowas? Naja gut, also ich sag mal, die Frisur von Clay Guida ist schon was ganz Besonderes, sag ich mal. Und ich sag mal, mir wäre natürlich auch ein Gegner lieber mit kurzen Haaren, aber letztlich sind das hier Profis und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen Psychospielchen von Gray Maynard sind. Ja, mehr wird das hier, denke ich, einfach nicht sein. Wie gesagt, Clay Guida macht sich die Haare nach hinten und das Thema ist gegessen. Das ist einfach nur so ein bisschen Spielerei vor dem Kampf. Ja, also ich finde es halt einfach nur ein bisschen schade für die Fans, weil dieser Wirbelwind im Oktagon war ja auf jeden Fall durch seine Haare sehr markant. Und also ich habe es immer gern gesehen, wie er da durch das Oktagon getigert ist und diese Mähne immer rumgeflogen ist. Das war vor allem gegen Ben Henderson ziemlich schön anzusehen, da ja beide ein gewisses Volumen mitbringen in der Hinsicht. Aber gut, ich meine, wenn er meint, dass er ohne die Haare den Clay besser treffen kann, dann soll so sein. Mal abgesehen von dem Duell Glatze gegen Löwenmähne, wie schätzt ihr den Kampf ein? Naja, also ich sag mal, es sind beide sehr starke Ringer. Ich meine aber eigentlich, dass Gray Maynard vielleicht hier ein bisschen die Nase vorn haben könnte. Ich finde, sein Ringerstil ist noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, vielleicht nicht offensiver, aber vielleicht ein Stück weit aggressiver. Ich denke, das könnte hier am Ende vielleicht der entscheidende Faktor sein. Ansonsten alles recht schwer zu tippen. Ich persönlich glaube, es wird nicht unbedingt der interessanteste Kampf werden. Also was jetzt Action angeht oder die Attraktivität für den Zuschauer. Klar, Clay Guida ist eine absolute Konditionsmaschine. Aber wie gesagt, es ist hier ein Kampf Ringer gegen Ringer. Muss man halt sehen, ob sich da nicht beide irgendwie neutralisieren. Ja, man darf gespannt sein. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Also Maynard hat ja von seiner Karriere her auf jeden Fall mehr Background im Ringen, wenn man das so sehen kann. Aber ich glaube auch, dass sich beide mehr auf ihr Boxen verlassen werden. Das haben sie ja in den letzten Kämpfen auch immer mal wieder gezeigt. Und vor allem Clay Guida hat ja da auch einen ordentlichen Schritt nach vorne getan. Ich denke, das wird halt ein Kampf, der über große Strecken im Stand ausgetragen werden wird. Und dass es, wenn überhaupt, vielleicht einen Takedown pro Runde geben wird, falls es überhaupt klappen wird, weil die sich da wirklich gar nichts nehmen. Geht die UFC mit diesem Kampf als Main Event auch so ein kleines Risiko? Marc, du hast schon gesagt, dass das vielleicht nicht unbedingt der interessanteste Kampf werden wird. Sagen wir jetzt, Maynard bringt Guida zu Boden und hält ihn da für 5 Runden. Ja. Hätte man sich da vielleicht einen anderen Kampf besser aussuchen sollen als Main Event? Also das ist halt so ein bisschen die Gefahr, die man dann sieht. Also natürlich ist das Szenario denkbar, das der Alex hier gerade angeschnitten hat, dass beide, sagen wir mal, sich nicht auf ihre große Stärke des Ring konzentrieren, weil das auch die Stärke des Gegners ist, sondern sich beide im Stand messen, dann könnte es natürlich recht interessant werden. Aber sollte das von dir angesprochene Szenario umgesetzt werden, nämlich es kommt zu einem Takedown und zu einem 5 Runden langen Lay and Pray, dann ist das natürlich absolut unattraktiv für die Zuschauer und natürlich auch ärgerlich dann für die UFC, aber das muss man ganz einfach sehen. Die Frage ist ja, was hätte man denn sonst in das Main Event stellen sollen? Also von dieser Card definitiv kein Kampf und großartig viele andere große Paarungen sind da im Moment nicht frei. Die UFC hat ein ziemlich straffes Programm im Moment und viele Kämpfer, die auch verletzt sind. Von daher denke ich, ist das schon, sagen wir mal, der Main Event mit den denkbar größten Namen für eine Bühne wie eine UFC und FX-Veranstaltung. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt wirklich darauf hinauslaufen wird, dass wir da 5 Runden lang nur Lay and Pray haben werden. Ich meine, Gray Maynard hat gegen Frankie Edgar 2 wirklich fantastische Kämpfe geliefert. Die waren sehr spannend. Clay Guida ist immer für einen ordentlichen Kampf mit viel Tempo zu haben. Geht jetzt auch zum ersten Mal über die 5 Runden. Das wird dann vielleicht auch nochmal interessant sein zu sehen, ob er wirklich Konditionen auch für 25 Minuten aufbauen kann.
Also ich denke mal, vielleicht wird es nicht der interessanteste Kampf des Abends. Potenzial ist ja bei anderen Kämpfen auch da. Aber ich denke doch, dass die beiden uns eine gute Show liefern werden und wir am Ende zufrieden den Fernseher ausmachen können. Ja, Alex, du hast die Kämpfe gegen Edgar angesprochen, da von Maynard. Vor 2 Jahren war Maynard noch ungeschlagen. Dann kam erst das Unentschieden gegen Edgar und jetzt schließlich dann noch die Niederlage. Denkt ihr, dass ihn das irgendwie beeinflussen wird? Also ich denke mal, er wird, ich sag mal, Reparaturen an seinen Motoriken vielleicht vorgenommen haben oder sich vielleicht ein bisschen neu aufgestellt haben. Aber prinzipiell hat er ja keinen Grund, wirklich groß was an seiner Herangehensweise an Kämpfen zu ändern. Gut, gegen Edgar hat es jetzt noch nicht geklappt, aber dafür hat er vorher ja wirklich alles, ich will nicht sagen zerlegt, weil es waren ja fast nur Decisions, aber er hat auf jeden Fall alles aus dem Weg geräumt, was die UFC ihm vorgesetzt hat im Leichtgewicht. Und ich denke, dass er da jetzt wirklich nicht mit irgendwelchen Hintergedanken in diesen Kampf reingehen soll, sondern er wird halt sein Programm abspulen und versuchen, sich wieder in eine Ausgangsposition zu bringen, die es ihm erlaubt, einen Titelkampf einzufordern. Ja, denke ich also auch. Es ist so, dass Gray Maynard ja relativ lange jetzt auch, sagen wir mal, auf der Bank saß und nicht im Käfig gestanden ist. Und dass er einfach, denke ich, jetzt auch heiß ist, wieder zurückzukehren. Er hat sein Team ja gewechselt, ist da jetzt bei Nova Uniao unterwegs, hat da sehr, sehr viel gelernt. Und denke ich mal, wird einfach das, was er da jetzt im letzten, sagen wir mal, halben, dreiviertel Jahr seit der Niederlage gegen Frankie Edgar lernen konnte, auch umsetzen wollen und ausprobieren wollen. Und von daher denke ich weniger, dass er da jetzt mit zu viel Druck oder sagen wir mal, einer negativen Einstellung in den Käfig geht, sondern ich glaube eigentlich schon, dass er da recht gut drauf ist und ja, einfach wieder loslegen will. Ihr habt gesagt, dass Maynard die seine Vorteile wahrscheinlich auf dem Boden haben wird. Wo seht ihr denn die Vorteile von Guida? Naja, was heißt auf dem Boden? Also ich meine, dass was, sagen wir mal, offensives Ringen angeht, das hatte ich ja vorhin damit gemeint, also wirklich Takedown-Shoots und Trip-Takedowns und so Geschichten, vielleicht auch ein bisschen dieses Pummeling am Käfig und so, da sehe ich die Vorteile schon eher bei Gray Maynard. Clay Guida ist natürlich, wenn er einen Takedown bekommt, am Boden schon sehr stark mit, was Kontrolle aus der Oberlage angeht. Ansonsten ist Clay Guidas Vorteil natürlich klar, seine Beweglichkeit im Stand und seine riesen Konditionsvorteile und seine Schnelligkeit dort. Also ich denke, hier kann Gray Maynard nicht mithalten. Hat zwar viel an seinem Boxen gearbeitet, sicherlich auch dementsprechend viel an seiner Beinarbeit, aber wird hier, denke ich, wirklich Schwierigkeiten haben, Guida irgendwie stellen zu können oder ihm Wege abzuschneiden oder ähnliches, da hat Queen natürlich klar Vorteile. Ja, also dem kann ich da nur zustimmen. Ich denke auch, dass, also Maynard war ja gegen Edgar dann öfters mal im Vorwärtsgang und hat da auch ja oft das Tempo gemacht. Gegen Guida wird ihm das wohl nicht so gelingen, weil Guida einfach von der ersten Minute an wirklich nur nach vorne geht und den Gegner unter Druck setzt. Und da wird es dann auch spannend werden zu sehen, wie Maynard mit diesem ständigen Druck durch Guida umgehen kann, ob er ihn auskontern kann, ob er vielleicht das Kinn von Guida schon früh testen kann, wenn der sehr früh reinläuft. Das wird alles sehr spannend werden, aber also ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Kampf tippen soll. Für mich ist es eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Im Co-Main-Event des Abends trifft Spencer Fischer auf Sam Stout. Das ist der dritte Kampf zwischen den beiden. 2006 bei UFC 58 konnte Sam Stout geteilt nach Punkten gewinnen. 2007 gewann Spencer Fischer einstimmig nach Punkten. Warum gibt es jetzt nach so langer Zeit einen dritten Kampf zwischen den beiden? Naja, die Frage ist vor allen Dingen, warum stellt man Sam Stout jetzt gegen Spencer Fischer? Also ich meine, beide haben zwar ihren letzten Kampf verloren, davor hat aber Sam Stout auch einige gute Siege einfahren können, unter anderem diesen spektakulären K.O. gegen Eve Edwards, an den sich sicherlich einige noch erinnern werden. Und Spencer Fischer, also ja, war zuletzt wirklich fast nur am falschen Ende von irgendwelchen Punktentscheidungen. Und konnte von seinen letzten 5 Kämpfen nur einen einzigen gewinnen. Von daher ist das jetzt eigentlich eine ziemlich blöde Paarung für Sam Stout, der ja nicht viel gewinnen kann aus dieser Geschichte. Ja, ich denke einfach, die UFC wird sich gedacht haben, sollte der Hauptkampf zwischen Guida und Maynard nicht ganz so spektakulär ablaufen, dann haben wir hier wenigstens noch zwei Leute, die gern Bomben schlagen. Ja, die vielleicht einen schönen vorzeitigen Sieg herbeiführen können, sage ich mal. Ja, also ich sehe das ähnlich. Sam Stout befindet sich vom athletischen her im besten Alter mit 28. Spencer Fischer, der ist schon 36. Ich denke mal, wenn der jetzt den Kampf auch noch verliert, dann ist vor allem erstmal die UFC-Karriere vorbei. Vielleicht beendet er es komplett, weil viel wird er auch nicht mehr reißen. Vielleicht hat ja Spencer Fischer im Vorhinein mit Joe Silva was abgesprochen, von wegen, dass er nicht mehr so lange kämpfen wird. Vielleicht ist es sein letzter Kampf überhaupt und er hat den Wunsch geäußert, nochmal gegen Stout ran zu dürfen. Ich verstehe diese Paarung nicht oder ich verstehe nicht, warum Stout die unterschrieben hat. Das wird zwar ein guter Kampf, aber
Er kann da wirklich einfach nicht gewinnen, weil eben Fischer in letzter Zeit wirklich nichts mehr gerissen hat in der Leichtgewichtsklasse und Stout sich damit wirklich nicht nach vorne bringen kann. Ja gut, ich denke mal, für Stout wird es einfach so die Situation gewesen sein. Er hat seit Januar nicht gekämpft, war davor auch ein halbes Jahr auf der Bank, weil er da irgendwie verletzt war, glaube ich, erinnere ich mich. Er wollte jetzt einfach einen Kampf gewollt haben. Und wenn man ihm dann Spencer Fischer anbietet, ist es für ihn natürlich eine gute Gelegenheit, wieder ein bisschen reinzukommen, erstmal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Und wer weiß, ich meine, Sam Stout ist immer für einen K.O. gut oder für einen spannenden Kampf zumindest gut. Also vielleicht winkt da auch noch eine Bonuszahlung. Von daher ist es sowas natürlich immer schnell mal unterschrieben, zumal ja ein Sieg hier, denke ich mal, fast auch schon vorprogrammiert ist. Ich glaube, den Kampf hätte ich auch angenommen an seiner Stelle. Für Spencer Fischer ist es natürlich ein schlechter Kampf, wie du schon gesagt hast, sollte er hier verlieren, wovon ich mal ausgehe, dann wird es das für ihn auf jeden Fall in der UFC gewesen sein. Und ja, wie du schon sagst, vielleicht generell als Kämpfer gewesen sein. Denkt ihr, dass die ersten beiden Kämpfe zwischen den beiden noch irgendwie eine Rolle spielen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dadurch, dass sie so weit zurückliegen und jeder hat einen für sich entscheiden können auf einer knappen Punktentscheidung. Von daher, ich denke, die beiden Kämpfer werden seit dem zweiten Kampf an sich gearbeitet haben und die ersten beiden werden nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil die seitdem als Kämpfer gewachsen sein sollten. Ja, denke ich auch. Also 5, 6 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Natürlich ist es immer was anderes, wenn man gegen jemanden kämpft, den man schon kennt oder gegen den man bereits schon mal im Ring gestanden hat. Aber ja, wie Alex gesagt hat, also in 5 Jahren, 5, 6 Jahren entwickelt man sich so schnell weiter, wenn man allein schon sieht, wie sich der Sport als Ganzes in dieser Zeit entwickelt hat und wie schnell ja sich der Sport weiterentwickelt, dann ist es eigentlich unabdingbar, dass man auch als Kämpfer diese Entwicklung mitgeht. Und deswegen ist da seit 5 Jahren so dermaßen viel passiert, dass ich nicht glaube, dass man daran jetzt irgendwas für diesen Kampf hier noch ablesen könnte. Denkt ihr, dass einer der beiden den Kampf zu Boden bringen wird? Also wenn, dann wird das, denke ich mal, Fischer machen, wenn er sieht, dass er im Stand einfach unterlegen ist. Ich glaube, wenn einer es wirklich versuchen sollte, den Kampf zu Boden zu bringen, dann wird es wohl Fischer sein. Ja. Dito. Okay, bevor es zu dem dritten Duell der beiden kommt, steigen Brian Ebersole und TJ Wattberger gegeneinander in den Käfig. Ebersole konnte seine drei Kämpfe in der UFC gewinnen und ist jetzt insgesamt seit 9 Kämpfen hintereinander ungeschlagen. Wildberger hat bisher einen Rekord von 3:1 in der UFC. Die einzige Niederlage kam gegen Johnny Hendricks. Wie seht ihr den Kampf? Ja, ist ein recht interessantes Duell. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Zwei Up-and-Comer, also zwei Nachwuchstalente, vor allen Dingen Ebersole, in meinen Augen sehr vielversprechender Kämpfer. Von daher sehr interessante Paarung. Ja, ebenso wie auch der Hauptkampf schon relativ schwer jetzt für mich zu tippen. Ich würde mal Ebersole hier den leichten Vorteil vielleicht geben. Hat ja wirklich die stärkeren Siege schon eingefahren, aber definitiv interessante Paarung. Ja, ich sehe das ähnlich. Also, ich denke, man könnte den Kampf mit Erfahrung gegen Jugend am besten beschreiben. Ich meine, TJ Wattberger, der ist gerade mal 24 und hat halt seine, gut, er hat schon seine 14 Kämpfe oder 15 Kämpfe, aber Brian Ebersole, der kommt ja mit über 60 Kämpfen im Gepäck da ins Oktagon. Es wird auf jeden Fall interessant sein. Ich denke, beide haben Potenzial, um sich ein bisschen nach oben zu arbeiten. Der eine ist halt, kommt halt eher aus dem Ring, der andere wird wohl eher dem Grappling zugeschrieben und das wird halt wieder mal so ein typisches Style-Matchup und ich bin da auch sehr gespannt, wessen Faust am Ende in den Nachthimmel gereckt wird. Ja, Wildberger hat 12 von seinen 15 Siegen durch Submission eingefahren und Ebersole 9 Niederlagen durch Submission. Denkt ihr, dass Wildberger sofort versuchen wird, den Kampf zu Boden zu bringen? Und schafft er das gegen den Ringer Ebersole? Das ist die Frage, die sich wahrscheinlich auch TJ Wildberger stellen wird. Es ist ja immer schwieriger für einen Grappler, einen richtigen Ringer, wirklich auf den Boden zu bringen. Vielleicht schafft er halt aus der Guard irgendwelche Manöver, um Ebersole zur Aufgabe bringen zu können. Aber ich bezweifle, dass er selbst irgendwann in der Top-Control landen wird. Aber wie gesagt, der Kampf ist für mich sehr weit offen. Da kann in meinen Augen alles passieren. Wovon ich allerdings nicht ausgehe, ist ein K.O. im Stand. So viel kann ich sagen. Ja, dazu wird es wohl nicht kommen. Ich denke auch, wir werden hier eine relativ enge Punktentscheidung vielleicht sehen. Also ich glaube nicht, dass TJ Wardenburger das hier schaffen wird, Ebersole per Submission zu besiegen. Dafür ist Ebersole einfach zu erfahren. Als Ringer hat er ständig mit Grapplern zu tun und ständig vor allem damit zu tun, sich Submissions zu erwehren. Ich denke, das wird er hier auch hinbekommen. Ich denke, es wird eher so, ja, so ein Hin und Her auf dem Boden werden. Und ich denke, wir werden hier eine Punktentscheidung sehen. Den vierten und letzten Hauptkampf bestreiten Ross Pearson und Cub Swanson. Bei beiden haben sich in letzter Zeit Siege und Niederlagen abgewechselt
Und beide haben den letzten Kampf gewonnen. Wer schafft das jetzt mal, zwei hintereinander zu gewinnen? Ja, also Cub Swanson, der tut mir ja fast schon ein bisschen leid, weil der wirklich mittlerweile in jedem Highlight-Reel der UFC auftaucht, wie er den K.O. von Jose Aldo einstecken muss. Damals dieses doppelte eingesprungene Knie. Von daher würde ich ihm auf jeden Fall einen Sieg gegen Ross Pearson mehr gönnen. Ich glaube aber, dass Pearson das Rennen machen wird, weil er viel aus dem Clinch arbeiten wird, weil er da einfach ein sehr, sehr starker Kämpfer ist. Und ich denke, das wird halt auch auf eine Punktentscheidung hinauslaufen. Ja, ist also ein denkbares Szenario. Ross Pearson, super Thai-Boxer, muss man sagen, viele, viele gute Kickboxer kommen da aus England und Pearson ist auf jeden Fall einer von ihnen. Wird es Cub Swanson da nicht leicht machen? Ich denke, für Pearson ist es eigentlich auch ein recht guter Kampf. Nachdem er da jetzt zuletzt gegen Junior Assusao einen Sieg einfahren konnte und eine ganze Weile, also in seinem Federgewichtsdebüt einfahren konnte und eine ganze Weile seitdem nichts gemacht hat, denke ich mal, sollte das hier der zweite Sieg für ihn werden. Ist ihm zu wünschen. Ich denke, Ross Pearson ist einer der besseren Leute derzeit im Federgewicht. Und ob es eine Punktentscheidung gibt oder einen weiteren Highlight-Reel-KO für Cub Swanson, das werden wir dann ja am Freitag sehen. Würdest du jetzt, Marc, wenn jetzt Pearson seinen Kampf gewinnen sollte und wenn jetzt auch Dennis Siver seinen Kampf gegen Eddie Jagen gewinnen sollte, würdest du dann ein Rückmatch zwischen den beiden ansetzen? Würde ich sehr gern sehen, auf jeden Fall. Wir hatten ja mit dem Dennis auch schon darüber gesprochen. Und er meinte, er würde den Kampf auf jeden Fall sehr, sehr gerne annehmen. Er wollte das ja damals schon im Leichtgewicht immer haben. Jetzt treffen sich beide im Federgewicht wieder. Wäre natürlich eine tolle Sache. Also, das wäre definitiv ein Kampf, den ich gern sehen würde. Und wäre vor allen Dingen auch schön für den Dennis, wenn er da, sagen wir mal, seine Weste, was das angeht, reinwaschen könnte und da so vielleicht einen Fehler noch ausbügeln könnte. Wäre auf jeden Fall ein schöner Kampf. Dann müssen wir ja alle auf Ross Pearson hoffen am Freitag. Ja, sollten wir als Europäer sowieso. Ja, man sollte Cub Swanson aber auch nicht unterschätzen. Ihr habt schon gesagt, dass Pearson ein guter Kickboxer ist. Erwartet ihr hier einen Schlagabtausch oder bringt einer der beiden den Kampf zu Boden? Naja, ich denke mal, das wird dadurch entschieden werden, wie die Takedown-Abwehr von Ross Pearson ist. Also er wird natürlich versuchen, das Ding im Stand zu halten. Cub Swanson, denke ich mal, wird früher oder später nicht drum rumkommen, das Ganze irgendwie mal auf den Boden zu verlagern. Ob er das schafft, ist dann halt die Frage. Sollte er es schaffen, dann müssen wir mal sehen, wie sich da der Ross Pearson schlägt, weil das ist ja jetzt nicht so ganz sein Ding, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber ich denke eher, das wird ein Kampf sein, der sich die meiste Zeit im Stand bewegen wird und ja, dementsprechende Vorteile würde ich da auch Ross Pearson geben. Natürlich darf man Cub Swanson nicht unterschätzen, ist vollkommen richtig, aber in der Vergangenheit hat man auch einfach gesehen, dass es für ein bestimmtes Niveau an Gegnern bei ihm nicht reicht, sage ich jetzt mal. Und am Freitag werden wir halt sehen, ob Ross Pearson zu diesem Niveau von Gegnern gehört oder ob er auch noch eine Stufe drunter ist. Und natürlich müssen wir jetzt auch noch auf einen der Vorkämpfe eingehen, denn den letzten Kampf bei Fuel TV bestreitet Hatsuyoki gegen Ricardo Lamas. Wir hatten Yoki schon mehrfach hier als möglichen Titelherausforderer gesehen und jetzt findet er sich im Vorprogramm wieder. Ist das einfach nur eine Konsequenz daraus, dass er den Titelkampf gegen Aldo abgelehnt hat oder sieht die UFC in ihm einfach noch keinen so bekannten Kämpfer? Also ich denke, die UFC sieht in ihm eigentlich einen legitimen Herausforderer auf Aldos Titel, weil er wirklich eine Bilanz hat, die das auch hergibt und auch Leistung gezeigt hat, die ihn zu einem Kampf qualifizieren gegen Jose Aldo, auf jeden Fall mehr als jemand wie Eric Koch zum Beispiel. Ich denke, das ist jetzt so ein kleiner Denkzettel an ihn, dass er den Kampf eben abgelehnt hat, dass er gemeint hat, er will nochmal einen Vorkampf bestreiten, bevor er gegen Aldo ran muss. Allerdings denke ich, dass sich die UFC keinen Gefallen tut, wenn sie ihn ins Vorprogramm steckt, weil man muss ja auch ein bisschen die Vorzüge zeigen und man muss ja auch einen Kämpfer aufbauen, wenn man ihn am Ende gegen einen Titelträger stellen will. Und das funktioniert auf einem Vorkampf auf Fuel TV, auf einer UFC on FX Show, finde ich sehr schlecht. Naja, also ich weiß nicht richtig, was ich von dieser Situation überhaupt halten soll. Also natürlich wäre die von euch gerade angesprochene Erklärung, dass es sich hier um einen Denkzettel für Yoki handelt, sicher die naheliegendste. Auf der anderen Seite muss ich mir sagen, die UFC ist ja sonst eigentlich niemand, der sich Vorschriften machen lässt. Das heißt, eigentlich sollte man denken, wenn sie Hatsuhiyoki in einem Titelkampf wollen, dann macht Hatsuhiyoki auch einen Titelkampf, ansonsten hat er ein Problem. Sich dann hier allerdings so ein bisschen, sagen wir mal, von Hiyoki herumschubsen zu lassen, um dann hintenrum auf die Art einen Denkzettel zu geben, halte ich für ein bisschen seltsam. Weiß ich nicht, ob das so ist. Werden wir, denke ich mal, auch nicht herausfinden. Fakt ist auf jeden Fall, der Alex hat vollkommen recht, man sollte einen solchen Kämpfer nicht unbedingt ins Vorprogramm packen, auch wenn es, ich sage mal, der Hauptkampf des Vorprogramms ist, also der letzte Kampf von den Pre-Fights. Dennoch ist es natürlich wirklich
wirtschaftlicher Blödsinn, weil sollte Chioki wirklich gegen Jose Aldo antreten oder vielleicht Ari Koch, je nachdem wer dann gewinnen wird, diesen nächsten Federgewichtstitelkampf, dann hat man da einen Herausforderer, den kaum einer kennt. Ich sag mal, Chioki ist bis jetzt schon nicht der bekannteste und wird es durch irgendwelche Fights im Vorprogramm mit Sicherheit auch nicht bekannter werden. Von daher keine besonders clevere Lösung. Naja, was ich lustig fände, wäre, wenn Chioki diesen Kampf gegen Ricardo Lamas hier verlieren wird, weil dann hätte sie es erstes Mal mit den Titelambitionen gegessen und ja, da wäre ich ein bisschen schadenfroh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, also das spielt bei mir auch ein bisschen mit rein. Allerdings ist es halt auch leider einfach schade, weil die vier Kämpfe im Hauptprogramm, die haben auch Potenzial, über die volle Distanz zu gehen. Ich bezweifle, dass wir aus den Vorkämpfen da einiges noch im Hauptprogramm sehen werden. Also ich sag mal vor allem die amerikanischen Fans, wir haben ja da ein bisschen den Vorteil, dass wir es da trotzdem irgendwie schauen können. Ich finde das nicht ganz so glücklich gelöst von der UFC. Ich denke, ein Hatsu Hioki hat im Federgewicht auf jeden Fall einen höheren Stand als ein Ross Pearson und deswegen hätte er auch eher den Platz auf der Main Card verdient. Ich denke mal, das Problem, was die UFC hat, und das ist eigentlich auch ein Luxusproblem, ist, dass man ja jetzt für seine Vorkämpfe schon seit einiger Zeit die Plattform Fuel TV hat und auch nach wie vor noch Facebook. Und dass man natürlich vor allem auch Fuel TV bedienen muss mit Kämpfen, die die Zuschauer sehen wollen. Also man kann da ja nicht den ganzen Schrott abladen. Muss dann halt aber sich auch immer Gedanken machen, dass die Kämpfe jetzt nicht zu gut sind, dass sie sich eigentlich schon wieder fürs Main-Programm eignen würden. So ist es halt immer so ein Mittelweg, den man dann finden muss. Und ich denke, deswegen werden so Leute wie Hatsu Hioki hier ins Vorprogramm auch verbannt werden. Gut, dann gehen wir jetzt einen Tag weiter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet UFC 147 statt. Und im Main Event haben wir da den Rückkampf zwischen Wanderlei Silva und Rich Franklin. Den ersten Kampf hat Franklin nach Punkten bei UFC 99 gewonnen. Dieser Kampf geht jetzt über 5 Runden. Denkt ihr, dass wir trotzdem am Ende eine Punktentscheidung sehen werden? Ja, ist relativ schwer zu sagen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass beide nach den 3 Runden damals in Köln schon relativ kaputt waren. Allein auch deshalb, weil sie dann Mördertempo gegangen sind und sich da nicht wirklich viel geschenkt haben. Also ich glaube eigentlich nicht, dass das Ganze über 5 Runden hier gehen wird. Aber ja, möglich ist natürlich alles. Also ich sag mal, Wanderlei hat nicht mehr unbedingt noch diese Finishing Power, die er vielleicht vor Jahren mal hatte. Bei Rich Franklin weiß man es auch nicht. Dennoch sind beide aber auch immer für einen Finish gut. Also es ist relativ schwer zu sagen, ob das hier über die Distanz geht oder nicht. Ich denke mal, allein schon ausdauertechnisch wird es da aber, glaube ich, vor allem bei Wanderlei Silva relativ schwierig, denke ich mal. Ich denke auch Rich Franklin, der konnte früher ja einigermaßen lang gehen, aber der ist ja jetzt auch mittlerweile seit ein paar Monaten nicht mehr im Oktagon gewesen. Also seit über einem Jahr ist er schon nicht mehr angetreten, kommt jetzt auch von einer Schulterverletzung zurück und muss sich eigentlich ja erst wieder an den Käfig gewöhnen und auch an die Zeit im Käfig gewöhnen, denke ich mal, trotz seines Alters und seiner Erfahrung. Also ich glaube auch nicht, dass es über die vollen 5 Runden gehen wird und ich glaube aber trotzdem, dass Silva das machen wird dieses Mal. Wirklich? Ja, ich glaube, Silva macht's. Ich glaube, Rich Franklin kommt zurück und ist einfach noch, da ist halt dieser Ringrost, sage ich mal, noch zu sehr da. Ich meine, er hat gegen Forrest Griffin eine Entscheidung abgegeben. Jetzt kommt mit Wanderlei Silva einer, der noch eine Rechnung offen hat mit ihm so ein bisschen, der wirklich top motiviert ist. Ich weiß nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Silva ihn besiegen kann. Ich Tipp aber vielleicht sogar eher auf eine Submission oder sowas sogar. Also vielleicht nicht unbedingt Okay. ein K.O., aber ja, irgendwas Unvorhergesehenes. Ja gut, also möglich ist natürlich alles, ne? Also ich sag mal, Wanderlei sah gegen Bisping gut aus, sah auch gegen Kung Lee sehr gut aus. Gut, den lieben K.O., den wollen wir jetzt mal ausklammern, da konnte man nicht allzu viel sehen. Das war halt mehr oder weniger, ja, dumm gelaufen. Von daher war der Wanderlei aus den letzten 2, 3 Kämpfen schon nicht unbedingt der schlechteste. Rich Franklin sah dagegen nicht ganz so prickelnd aus, sage ich jetzt einfach mal. Von daher möglich ist alles. Ob er jetzt durch eine Submission gewinnt, weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass der Kampf ähnlich ja, attraktiv für die Zuschauer wird, wie es der erste war. Also häufig ist ja so, dass der zweite Teil immer schlechter wird als der erste. Hoffe mal, das haben wir hier in dem Fall nicht. Denn der erste Teil war auf jeden Fall absolut geil für die Zuschauer. Also jeder, der da in Köln mit vor Ort war, der wird sich erinnern, das war ein mega Hexenkessel, die Halle. Und das war auf jeden Fall ein mitreißender Kampf. Also wenn die beiden das nochmal schaffen, sowas zu wiederholen, ist mir letztlich auch egal, wer gewinnt. Dann ja, sind die Zuschauer die Gewinner, glaube ich. Ja, also das damals in Köln, das war einfach Gänsehaut pur, muss ich sagen. Also schon beim Einmarsch von Wanderlei mit Sandstorm, ah, da hat ja die Halle gebebt. Da hatte Franklin leider einen etwas schlechteren Stand, muss man sagen. Also ich denke auch, dass die beiden den Fans auf jeden Fall einen guten Kampf bieten werden.
Wie gesagt, wer am Ende gewinnt, ist mir im Endeffekt ziemlich gleich, weil beide nicht mehr einen Titelkampf haben werden in ihrer Karriere. Ich hoffe einfach, dass man die Fans, vor allem in Brasilien, gut unterhält, dass man die Pay-per-View-Käufer gut unterhält, weil das ist ja eigentlich einer der wenigen Kämpfe auf dieser Card, wo wirklich ein Name dabei ist und wo man auch auf Spannung hoffen kann. Ja, ihr habt die Stimmung in Deutschland angesprochen. Da war Wanderlei Silva schon der Fanliebling und jetzt sind wir in Brasilien. Denkt ihr, dass die Zuschauer in dem Kampf eine Rolle spielen werden oder üben die einfach nur zusätzlichen Druck auf Silva aus? Also ich glaube eigentlich nicht, dass sich Wanderlei Silva von sowas unter Druck setzen lässt. Im Gegenteil. Also er ist ja jemand, der in der Menge badet und der diesen Sport eigentlich nur noch deswegen ausführt, weil er dieses Gefühl braucht, vor Tausenden von Menschen, die seinen Namen schreien, zu performen. Also der ist einfach ein Typ, der das Scheinwerferlicht braucht und der da auch, glaube ich, nicht wirklich irgendwie Lampenfieber oder sowas verspürt, sondern der sich wirklich darauf freut, der darauf hinarbeitet und von sowas auch lebt. Also ich denke wirklich, Druck haben wird er hier nicht. Im Gegenteil, ich denke eher, dass er da vielleicht noch ein bisschen Energie rauszieht und wir vielleicht wirklich einen Wanderlei sehen, wie wir ihn seit einigen Jahren vielleicht nicht zu Gesicht bekommen haben. Denn hier, sagen wir mal, in seiner Heimat so einen Kampf zu bestreiten, wo, ja, was Ehre und so angeht, doch auch einiges auf dem Spiel steht, nachdem er da diese Punktentscheidung im ersten Kampf abgegeben hat, denke ich, wird das schon was sein, was ihm vielleicht noch so einen extra Push geben kann. Ich glaube nicht, dass ihn das runterzieht. Ja, ich denke auch eher, dass es motiviert. Es war ja eigentlich geplant, dass er gegen Belfort antritt. Da wären ja die Fanlager in der Halle ziemlich geteilt gewesen zwischen den beiden. Jetzt steht wohl die ganze Halle hinter ihm, nehme ich an, weil er eben der Lokalmatador ist gegen Franklin. Ich denke schon, dass er daraus auf jeden Fall noch positive Motivation rausziehen kann. Ja, Alex, du hast es angesprochen. Silva sollte ursprünglich gegen Vitor Belfort antreten. Der musste den Kampf verletzungsbedingt absagen und Franklin springt jetzt kurzfristig ein. Der sollte ursprünglich gegen Gang Li antreten. Für wen ist das die größere Umstellung? Ich denke mal, für Franklin ist das die größere Umstellung, weil Kang Li ja komplett anders kämpft als ein Wanderlei Silva, weil er sich ja sehr auf seine Kicks verlässt etc. Und weil Wanderlei eben den Wanderlei-Stil hat. Ich denke, für Silva ist es vielleicht eher eine Erleichterung, weil Belfort steht ja mitten im Saft und hat halt seine mega schnellen Hände, die eben ein Rich Franklin nicht unbedingt hat. Ich denke, für Silva, also dem kommt diese Änderung sehr entgegen, Franklin eher weniger. Für Rich Franklin ist es natürlich auf jeden Fall, glaube ich, jetzt eine schwerere Herausforderung. Und für Wanderlei Silva ist es ein absolutes Geschenk. Also der hätte gegen Vitor Belfort absolut keine Sonne gesehen. Und Rich Franklin, ja, hat da wenigstens noch die Chance, selbst wenn er am Ende vielleicht verlieren sollte, wenigstens noch so eine Riesenschlacht draus zu machen über 5 Runden, sage ich jetzt mal. Oder je nachdem, wie lange das dann dauert. Ich denke, ein Kampf gegen Vitor Belfort wäre bestimmt nicht allzu lang gegangen für Wanderlei Silva. Und ja, so hat er hier die Chance, auch wie der Alex schon gesagt hat, vor heimischem Publikum zu glänzen. Für ihn ist das natürlich ein super Wechsel. Für Rich Franklin eher nicht. Ja gut, aber mit Kang Li hätte Franklin gegen einen Kämpfer gekämpft, der zuvor gegen Wanderlei Silva verloren hat. Wenn Franklin nochmal um den Titel kämpfen möchte, dann macht eigentlich auch Silva für ihn hier mehr Sinn. Oder wie seht ihr das? Ja, aber um welchen Titel soll denn Franklin kämpfen oder um wohin soll er sich denn noch bewegen? Ich meine, gegen Anderson Silva hat er mächtig auf die Mütze bekommen und ich denke nicht, dass er im Halbschwergewicht an Leuten wie Shogun oder von mir aus auch an Rampage Jackson vorbeikommt, wenn er einen Kampf gegen Forrest Griffin erst abgegeben hat vor einem Jahr. Also ich glaube, für Rich Franklin ist der Titelzug eindeutig abgefahren. Der wird jetzt auch noch so zwei, drei Kämpfe machen. Ich hoffe, dass er nicht ganz so übel auf die Mütze bekommt wie Chuck Liddell zum Ende seiner Karriere. Aber mit seinen mittlerweile 37 Jahren wird er sich nicht mehr nach vorne kämpfen können. Ja, also ich glaube auch, solange wir hier nicht wie im Boxen noch ein paar zusätzliche Gewichtsklassen eingeführt werden, super Mittelgewicht oder so, dann kann sich Rich Franklin die Titelträume abschminken. Und klar ist jeder Kämpfer natürlich immer ambitioniert und will ganz hoch hinaus, aber letztendlich muss man die ganze Sache auch realistisch sehen. Und ich denke, Rich Franklin nach all den Jahren, nach allem, was er erreicht hat, sieht das auch so realistisch. Ich glaube, er weiß, er macht das hier, weil er jetzt noch ein bisschen Geld verdient, solange bis er die Handschuhe dann, sagen wir mal, in 3, 4 Jahren vielleicht an den Nagel hängt. Aber dass er nochmal irgendwann sich einen Titel um die Hüfte schnallt, da glaubt er, glaube ich, selbst nicht dran. Bevor es zu dem Duell kommt, steigen Fabricio Werdum und Mike Russo gegeneinander in den Käfig.
Werdum ist natürlich durch seinen Sieg über Fedor bekannt, musste anschließend aber auch eine Niederlage gegen Alistair Overeem einstecken, bevor er jetzt bei seiner Rückkehr in die UFC Roy Nelson besiegen konnte. Russos, ja, sagen wir mal, einziger namhafter Sieg ist der K.O. über Todd Duffy. Allerdings hat er in letzter Zeit 11 Siege in Folge eingefahren und zuletzt einstimmig gegen Jon Olaf Einemo gewonnen. Rechtfertigt das einen Kampf gegen Werdum? Ja, warum nicht? Also, ich sag mal klar, Werdum hat natürlich Fedor geschlagen und dadurch sehr, sehr viel Rückenwind erhalten. Aber letztlich muss man trotzdem immer noch sehen, dass die Kämpfe, die er in der UFC bestritten hat, jetzt nicht unbedingt die besten gewesen sind. Also, er hat da von Arlovski auf die Mütze bekommen. Gut, gegen Junior dos Santos kann man verlieren. Aber ja, hat da jetzt in der UFC nicht so wirklich glänzen können. Und hat dann bei Strikeforce halt eigentlich immer jetzt in den letzten Monaten zumindest nur von diesem Fedor-Sieg gelebt, sage ich einfach mal. Also ich finde, Mike Russo ist ein guter Gegner für Fabrizio Werdum. Und wenn er den aus dem Weg räumt, dann empfiehlt er sich damit für größere Aufgaben. Ne? Das ist ja in der Schwergewichtsklasse derzeit eh so eine Sache. Da gibt es einige Leute, die dort unterwegs sind. Einige interessante Paarungen, die man machen kann. Und Mike Russo ist da vielleicht so ein ganz guter Gatekeeper, sage ich einfach mal. Ja, ich hätte ja Werdum am liebsten auf der komplett Heavyweight-Card gesehen, gegen irgendein anderes Schwergewicht, wo er sich ja wirklich für höhere Aufgaben empfehlen könnte. Aber Russo ist ein interessanter Gegner, finde ich. Der hat, wie gesagt, 4 UFC-Siege in Folge. Das muss man auch erstmal machen in der Gewichtsklasse. Das hat ein Werdum nie geschafft. Gut, die Namen waren jetzt nicht so hoch. Da sind jetzt auch John Madsen und Justin McCulley darunter. Ob die jetzt jemals Potenzial für die UFC hatten, sei mal dahingestellt. Aber prinzipiell hat er diese Kämpfe gewonnen. Und Russo ist natürlich der klare Underdog in diesem Kampf gegen Werdum, gerade auch vor brasilianischem Publikum. Aber Russo ist dafür bekannt, sage ich mal. Der kann schon einen Hype-Zug aufhalten. Das hat er gegen Todd Duffy schon eindrucksvoll bewiesen. Und für Werdum, da wird es halt auch ein Test, vielleicht nicht ein ganz riesiger Test, wie es jetzt vielleicht ein, ich sag mal, Frank Mir gewesen wäre, den ich mir gegen Werdum auch irgendwann wünsche. Aber Russo wird nicht einfach so in der ersten Runde zu Boden gehen oder in einem Aufgabegriff aufgeben, sondern da wird Werdum auch richtig arbeiten müssen dafür, um Russo beiseite zu schaffen. Ja, Werdum hat ja in seinem letzten Kampf gegen Roy Nelson vor allem im Stand überzeugt. Sehen wir hier auch einen Schlagabtausch? Also ich denke schon, größtenteils, weil Russo auf dem Boden jetzt wirklich nicht so glänzen kann. Der wurde sogar schon mal von Sergei Haritonov zur Aufgabe gebracht. Das ist ja seine einzige Niederlage. Ich denke, Russo kommt halt auch aus dem Ringen, wird eben schon versuchen, irgendwie hin und wieder vielleicht mal einen Takedown zu schaffen für die Punkte, aber im Endeffekt begibt er sich ja damit nur in die Höhle des Löwen, wenn er wirklich versuchen sollte, den Kampf auf den Boden zu bringen. Ich schätze mal, dass das im Stand ausgetragen wird. Ja, denke ich eigentlich auch. Also erstens mal ist das eine Sache, an der ja Fabrizio Werdum in der letzten Zeit wirklich sehr ja, intensiv gearbeitet hat und dementsprechend das natürlich auch präsentieren möchte und auch ausprobieren möchte vor Publikum unter ernsten Bedingungen. Und auf der anderen Seite hat der Alex hier vollkommen recht. Mike Russo wird, wenn überhaupt, dann am Ende der Runde mal einen Takedown machen, damit er ein paar Punkte einsackt. Ansonsten wird ihm das einfach zu gefährlich sein. Man hat ja, wie gesagt, am Beispiel Fedor gesehen, was passieren kann, wenn man sich da mir nichts, dir nichts mit Fabrizio Werdum auf den Boden begibt oder in dessen Guard begibt. Von daher wird das hier wohl ein Standgefecht werden, zumindest über weite Strecken. Ja, aber ich denke, auch da hat Russo eher schlechtere Karten, weil Werdum hat ja auch die Reichweite, um ihn auf Distanz zu halten und auch ein bisschen auch die Schnelligkeit, um mit Russo umzugehen. Ja, viele der weiteren Kämpfe bei UFC 147 werden von Teilnehmern von The Ultimate Fighter Brasil bestritten. Die UFC hat gerade erst begonnen, die Staffel in Amerika auszustrahlen. Das heißt, für die Zuschauer in Amerika sind die Kämpfer weiter noch gar nicht interessant, weil sie sie eben noch nicht kennen. Was würde euch jetzt dazu bringen, diesen Event als Pay-per-View zu kaufen? Gar nichts eigentlich. Also, das ist eine Veranstaltung, die eigentlich, wenn man so will, komplett für den brasilianischen Markt ist, sage ich jetzt einfach mal. Also, das Ganze als Pay-per-View in den USA zu verkaufen, wird, denke ich mal, dort ein Flop sein. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt der Anspruch, den die UFC mittlerweile hat an diese Card. Also, nachdem da so viele Sachen weggebrochen sind, angefangen von ursprünglich Anderson Silva gegen Chael Sonnen, dann jetzt bis hin zu dieser Wanderlei Silva Vitor Belfort-Geschichte, die ja nicht geklappt hat und so, wird man, denke ich mal, einfach auch gar nicht mehr davon ausgehen, dass das Ding irgendwie in den Vereinigten Staaten ein Erfolg wird. Also, Brasilien ist ein riesiger Markt. Für die Leute dort ist das Tough Brasil viel
Finale natürlich eine große Nummer. Dort hat man immer noch Wanderlei Silva und Fabrizio Werdum. Das heißt, es wird live definitiv ein Riesenerfolg dann in der Halle. Und es wird an den TV-Schirmen in Brasilien auch ein sehr, sehr großer Erfolg werden. Überall außerhalb Brasiliens natürlich nicht so. Ja, aber dann, ich verstehe einfach nicht, warum man die UFC on FX-Show nicht einfach eine Woche vorverlegen könnte, weil so haben ja die amerikanischen Zuschauer, wenn sie jetzt nicht gerade Wanderlei Silva oder Fabrizio Werdum-Fans sind, überhaupt gar keinen Grund, wirklich Geld auszugeben für diese Show, wenn am Tag zuvor auf UFC on FX eine umsonst UFC-Show im Fernsehen läuft. Also ich würde als amerikanischer Fan kein Geld dafür ausgeben und klar hat die UFC die Möglichkeiten, das so zu machen, weil es eben in Brasilien ein Erfolg wird, aber man muss ja nicht so unbedingt auf die Einschaltquote zu Hause pfeifen. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern auf Dauer auch Fox da mal was sagen wird, dass die Cards mal ein bisschen ansprechender werden müssen, weil das ist ja generell rückläufig, die ganzen Pay-per-View-Einnahmen und die ganzen Einschaltquoten. Naja, aber ich sag mal, die UFC und FX-Show eine Woche vorverlegen wäre auch schwer gewesen, weil da war ja schon eine andere UFC und FX-Show. Da hatten wir ja Johnson und McCall. Das heißt, ja, ist halt relativ schwierig, wenn man so einen Vertrag hat wie die UFC mit dem Sender Fox, wo so viele Shows zugesichert werden, da muss man die halt auch irgendwo unterbringen, und muss aber halt auch noch bedenken, dass es auch noch Konkurrenzprodukte gibt, wie riesige Boxkämpfe, riesige, was weiß ich, Wrestling-Veranstaltungen, was auch immer, denen man vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen sollte hier und da. Das heißt, es gibt halt wenig freie Spots, an denen man seine Shows bringen kann. So, und wenn man jetzt, sagen wir mal, den Mega-Fight Anderson Silva Charles wirklich gehabt hätte, wäre das, glaube ich, auch gar nicht das Problem gewesen. Dann hätte man das am Freitag schön im Free-TV bewerben können und hätte am Samstag richtig Scheine mit Pay-Per-View-Kohle gemacht. Dadurch, dass das aber alles weggebrochen ist, die Termine natürlich aber dennoch schon gebucht waren, war man dann natürlich in einer blöden Situation und muss da jetzt einfach das Beste draus machen, denke ich. Ja, Marc, du hast das angesprochen. Denkst du, dass das vielleicht wirklich einfach nur so ein Marketing-Spot war oder als solcher gedacht war, um den kommenden Pay-Per-View am nächsten Tag dann besser vermarkten zu können, als wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Woche vorher die Werbung dafür schaltest im Free-TV? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt, ich denke mal, da kommt eins zum anderen. Du hast da Planungsstrategen sitzen, die dann wirklich diese Termine festsetzen. Also da kommt ja jetzt nicht Dana White und sagt, pass auf, wir machen einen am Freitag und einen am Samstag, sondern die haben dann da ihre Pläne, schieben sich das da tausendmal hin und her zurecht, wo was frei ist, und dann wird das irgendwann fix gebucht. Und wenn nun zufällig mal der Freitag und der Samstag gepasst haben, dann wird man da sich natürlich auch gleich gedacht haben, mein Gott, dann machen wir aus der Freitagsshow natürlich erstmal noch eine richtige Werbeveranstaltung. Ganz, ganz klar. Also hätte ich mir absolut vorstellen können. Macht natürlich jetzt nicht mehr so viel Sinn. Aber wie gesagt, bei einem Mega-Event wie Silva gegen, also Anderson Silva gegen Chael Sonnen, da hätte das, denke ich, sehr gut funktioniert und da wäre auch diese Doppelveranstaltung, denke ich, an beiden Tagen auch erfolgreich gewesen, auch in den USA. Ja, aber da frage ich mich, warum man unbedingt auch dieses TAF Brasil unbedingt zeitgleich abdrehen musste, wie die amerikanische, die Ultimate Fighter Staffel. Sonst hätte man einfach diese gesamte Brasilien Staffel ein bisschen nach hinten legen können. Es hätte auch nur einen Monat oder vielleicht 2 Monate sein müssen. Da hätte man diese TAF Live Geschichte laufen lassen können und danach eben die Brasilien Geschichte, weil im August ist jetzt bis auf die erste Hälfte gar nichts mehr gebucht von Seiten der UFC. Da wäre auf jeden Fall Platz gewesen für eine Brasilien Show, wo man auch wirklich die Ultimate Fighter Kämpfer ein bisschen vorstellen kann, weil die werden sich ja auch einen langfristigen Platz in der UFC erspielen wollen und die amerikanischen Fans werden davon überhaupt keine Notiz nehmen. Naja, es ist ja vor allen Dingen auch für den Erfolg der TAF Brasil Staffel relativ blöd, wenn man den Gewinner eigentlich schon vorm Anschauen der eigentlichen Staffel kennt, ne? Also ich denke mal, allzu viele werden sich das da sowieso nicht angucken, aber die paar, die es dann sich anschauen, ich glaube, es wird auf Fuel TV laufen, korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Das macht für die natürlich wenig Sinn, sich das anzusehen, wenn sie das Ergebnis oder den Sieger der Staffel eigentlich schon kennen. Ist natürlich wirklich ein bisschen blöd geplant. Ist ja auch nicht so, als ob die Ultimate Fighter-Quoten wirklich bombastisch gewesen wären in den letzten Staffeln. Also man tut sich da wirklich keinen Gefallen. Ja, also ich sag mal, man kann natürlich nicht hinter die Kulissen schauen. Man weiß natürlich nicht, was steckt dahinter. Ich bin immer der Meinung, wenn bestimmte Sachen oder bestimmte Business-Entscheidungen schon auf den ersten Blick total hirnrissig sind, so wie das jetzt hier mit dieser TAF-Brasil-Geschichte offensichtlich ist, dann steckt in der Regel irgendwas dahinter, weil so blöd kann niemand sein, auch nicht bei der UFC. Ich denke mal, da wird es schon irgendwelche Gründe für geben, dass das halt nicht anders regelbar war. Dass es jetzt so ist, ist natürlich wirklich mega ärgerlich. Also vielleicht hätte es auch Sinn gemacht, diese TAF-Staffel
Staffel nicht, wie du sagst, nach hinten zu verschieben, sondern vielleicht nach vorn, dass sie parallel zu der Live-Staffel läuft. Man hätte sich da ja nicht unbedingt Konkurrenz gemacht, weil es ja erstens mal zwei verschiedene Produkte sind und zweitens vielleicht auch ja verschiedene Sendeplätze hätten werden können. Und dann würden jetzt auch die paar Amis vielleicht schon, die sich das angucken, die Teilnehmer kennen. Und man hätte nach wie vor das Finale jetzt austragen können. Und es hätte für Brasilianer genauso Sinn gemacht wie für Amerikaner auch. Wäre natürlich denkbar gewesen, wer weiß, warum es nicht gemacht wurde. Das sind leider Hintergrundinformationen, die niemand hat. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, sich da ein Urteil darüber zu bilden. Bevor die Woche mit dem UFC Doubleheader abgeschlossen wird, tritt Fedor Emelianenko nochmal an. Und zwar trifft er am 21. Juni auf Pedro Hizo. Hizo hat zwar drei Siege in Folge, allerdings war sein letzter Kampf vor 2 Jahren gegen Ken Shamrock. Was haltet ihr jetzt für so einen Kampf für Fedor? Ja, es ist ja zum Abschluss seiner Karriere und es ist einer der namhafteren Gegner außerhalb der UFC. Das kann man dann schon mal machen. Also sportlich hat der Kampf für mich relativ wenig Bedeutung. Einfach weil man sowohl von Fedor als auch von Hizo einfach lange keinen wirklich wichtigen Sieg mehr gesehen hat, als dass sie sich wirklich nochmal irgendwelche Relevanz hätten erarbeiten können. Das ist einfach für ihn zum Ende hinaus noch ein ordentlicher Gegner, den er schlagen kann. Und dann werden wir wohl Tschüss sagen müssen zu einem, wenn nicht dem wichtigsten Schwergewicht aller Zeiten im MMA. Ja, also ich sag mal, wir haben uns ja schon häufiger hier über die derzeitige Gegnerwahl von Fedor Emelianenko ausgelassen. Ich denke, Pedro Hizo ist hier vielleicht noch von all den Übeln mit das Beste, sage ich jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall besser als Satoshi Ishii. Ja, hat einen Sieg über Jeff Monson zuletzt mal irgendwann eingefahren. Irgendwann, na gut, ist auch schon wieder 3 Jahre her. Fedor hat Jeff Monson auch geschlagen. Von daher hat man vielleicht eine kleine sportliche Rechtfertigung für dieses Duell. Ja, ist natürlich aus sportlicher Sicht absoluter Blödsinn, dieser Kampf. Aber ist für Oldschool-Fans vielleicht ganz schön anzuschauen. Also es gibt sicher auch noch einige, die Pedro Hizo nach wie vor gerne in Aktion sehen. Und wie Alex schon sagt, zum Karriereende von Fedor, ja, nochmal so ein paar Legendenduelle, ja, sind sicherlich ganz interessant. Ich denke, man verpasst nichts, wenn man sich's mal anschaut. Die Veranstaltung ist ja am Donnerstag. Kann man sich ja mal so nebenbei sich angucken, auf die guten alten Zeiten anstoßen und ja, das Ganze dann aber auch schnell wieder vergessen. Gibt der Hizo denn hier irgendwelche Chancen? Chancen auf jeden Fall. Ich meine, Hizo hat immer gute Hände gehabt und wie Dana White ja schon immer sagt, es gibt immer die Puncher's Chance. Und Fedor hat ja ein bisschen Zweifel aufkommen lassen an seinen Nehmerfähigkeiten zuletzt gegen Antonio Silva oder auch gegen Dan Henderson. Ob Hizo auch das gelingt, das weiß ich nicht, das bezweifle ich ehrlich gesagt auch, aber eine Chance hat er auf jeden Fall. Ja, zumal Hizo ja vor allem auch sehr, sehr starke Kicks hatte schon immer. Und ja, man muss einfach sagen, in der letzten Zeit sah Fedor allgemein schon nicht mehr so spritzig aus, wie man ihn von früher kennt. Und wenn man ihn jetzt noch hier mit ordentlichen Legkicks malträtiert, wäre es vielleicht schon möglich, ihn da so ein bisschen ja irgendwo mal zu stellen und dann oben dann noch mit ein paar Händen einzudecken. Eine Chance hat Pedro Hizo auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe seine Karriere zuletzt nicht wirklich gut verfolgen können. Also viele seiner Kämpfe waren ja wirklich sehr, sehr kleine Veranstaltungen. Deswegen war der einzige Kampf eigentlich, den ich gesehen habe, der letzte gegen Ken Shamrock. Und ja, das war mehr eine Hinrichtung als ein Kampf. Von daher nehme ich den jetzt mal nicht unbedingt als Maßstab. Ich kann also nicht wirklich einschätzen, wie Pedro Hizo zurzeit drauf ist. Von daher ist sein Urteil relativ schwierig. Aber eine Chance hat er natürlich immer, allein schon, wenn man mal berücksichtigt, ja, wie Fedors letzte Vorstellungen waren. Die waren ja auch nicht zu berauschend. Von daher denke ich mal schon, dass das eine ausgeglichene Sache werden könnte. Ich finde es schade, dass M1 nicht den ganz großen Geldbeutel aufmacht und vielleicht Mirko Filipovic nochmal aus dem K1 herholt für einen Rückkampf gegen Fedor, weil ich denke, da würden sie mal eine wirklich gute Quote haben. Weil so ein Kampf würde auf jeden Fall ziehen. Ja, das wäre ohne Frage eine interessante Geschichte, gerade für die ganzen alten Pride-Fans. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, Krokop wird da einen ganz, ganz guten Vertrag unterschrieben haben bei K1. Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wirklich Bock auf die ganze MMA-Geschichte. Ich denke mal, der ist ganz froh, dass er da als Schuster wieder bei seinen Leisten bleiben kann und da ein bisschen kickboxt. Und ich denke, zu so einem Rückkampf wird es leider nie kommen. Das ist allerdings wirklich sehr schade, hast du schon recht. So, bevor ich euch entlasse, hätte ich gerne noch ein paar Tipps von euch. UFC on FX4 im Main Event. Clay Guida gegen Gray Maynard. Wen habt ihr da vorne? Gray Maynard. Ja, Gray Maynard, aber über Punktentscheidung. Ja, denke auch knapp nach Punkten. Und bei UFC 147 Wanderlei Silva gegen Rich Franklin. Ja, ich habe es ja schon in der Analyse gesagt. Ich glaube, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes und deswegen tippe ich jetzt einfach mal auf Wanderlei Silva über Aufgabegriff.
Ja, also ich denke auch Wanderlei Silva. Also ich glaube, der Alex hat mich da mit seiner Erklärung schon überzeugt mit. Ich glaube allerdings nicht an den Aufgabegriff. Also ich denke, es wird eine Punktentscheidung für Wanderlei Silva. Oder nennen wir es einfach Submission. Das muss ja nicht mal ein Griff sein. Das kann ja auch einfach sein, dass Rich Franklin aus dem beim vor einem TKO einfach abklopft, wenn das Ground and Pound oder sowas Ja, am Start sein sollte. jetzt red dich mal nicht raus. Dich mal nicht raus. Na Es gut, gibt noch. dann bleibe ich bei der Submission. Irgendwas Unvorhergesehenes wird passieren. Okay, und Fabricio Werdum gegen Mike Russo. Wen habt ihr davon? Ja, da tippe ich auf Werdum und zwar auch wieder. Ich glaube, es wird ein technischer K.O. Wenn er wieder so gut im Clinch arbeitet wie gegen Roy Nelson, dann wird Russo keine Chance gegen ihn haben. Ja, also ich denke auch Werdum, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber Ergebnis ist schwer zu tippen. Ja, also ich denke mal, ich sag mal Punkte. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Marc Bergmann und Alexander Petzl-Grigoria. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Immer wieder gerne. Ja, gerne. Ja, liebe Zuhörer, das war's von uns für heute. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio. Ground and Pound.